Hallihallo, hier ist Butter Cake und willkommen zur ersten Folge von Team FAQtious oder Team Factious oder wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, ich nenne es Team Factious. Egal, aber hier geht es ja darum, Fragen zu beantworten, nicht über den Titel zu diskutieren. Und deshalb fangen wir da gleich an, aber vorher sage ich euch noch kurz was über das Gameplay, das ihr hier seht. Und zwar ist das die Map PL Badwater und ich spiele diesmal als Pyro mit dem Degreaser, der Flare Gun und dem Postal Pummler, der Critical Hits macht, wenn das Ziel brennt. Naja, jetzt aber los mit den Fragen. Ich habe über die letzte Woche eben ein paar Videos hochgeladen und da wurden Kommentare geschrieben und da wurden über Twitter wurden mich Sachen gefragt und die werde ich jetzt beantworten. Frage 1. Wie oft oder wie lang spielst du Team Fortress 2 in der Woche? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie viel Lust ich darauf habe, spiele ich so 40 bis 60 Stunden in 2 Wochen, also so circa 20 bis 30 Stunden pro Woche. Aber es schwankt, manchmal ist es weniger, es war auch schon mehr, aber das will ich eigentlich vermeiden. Also so, das kommt eigentlich hin. Für alles andere, wenn ihr was genaueres haben wollt, dann könnt ihr übrigens einfach auf mein Steam-Profil gucken. Der Link dazu ist in der Beschreibung und da klickt ihr drauf, könnt euch das alles ansehen. Wie groß ist dein Penis? War das jetzt zu persönlich? Ja, war es. Gibst du uns mal deine Team Fortress 2 Styles, Kills, Spielzeit, Anzahl der Achievements? Ähnliche Frage, nicht genau die gleiche, aber eine ähnliche. Und hier auch an dich, klick einfach auf mein Steam-Profil, ist in der Beschreibung. Und dann kannst du dir das da alles schön ansehen. Fabian1859 hat auf Formspring? Nein, das war auf Twitter gefragt. Hab eine Frage, wie bist du auf TF2 gekommen und würdest du mit mir spielen? Wie ich auf TF2 gekommen bin, ist ganz einfach. Und zwar haben das Freunde mir gezeigt und ich fand das gut. Und deswegen habe ich mitgespielt. Und ansonsten, wenn du mit mir spielen willst, dann schau auf meinen Channel. Ganz oben im Banner sind Links für zum Connecten auf meinen Server. Da klickst du einfach drauf. Wenn du Highlander spielen willst, klickst du auf den einen Button. Wenn du 12 gegen 12 spielen willst, klickst du auf den anderen Button. Und dann bist du auf meinem Server. Und das gilt für alle von euch. Jeder kann auf diesen Server drauf. Da kann mitspielen, wer will. Buttercake, mit was nimmst du deine Videos auf? Ich nehme meine Videos momentan mit gar keinem externen Programm, so wie Fraps oder so auf, sondern ich mache eine Demo in Team Fortress und render die dann und spreche dann einen Audiokommentar drüber. Ich habe darüber mal ein Video gemacht, das heißt Tutorial, Demos, Rendern oder so, ich weiß es nicht genau. Wenn ich ein Live-Commentary mache, dann mache ich das Ganze mit Fraps. Und zwar mit der lizenzierten Version von Fraps. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft, als ich mit YouTube angefangen habe. Das benutze ich eben, um live aufzunehmen. Das habe ich auch für die ersten 2-3 Live-Commentaries benutzt. Nee, Quatsch, für die ersten 2-3 nachgesprochenen Commentaries. Aber mittlerweile mache ich das mit Demos. Also Demos oder Fraps. Warst du schon mal auf einem offiziellen Turnier aktiv? Und wenn ja, wie gut warst du? Ich bin momentan in einem offiziellen Turnier aktiv und zwar in der ETF2L. Das ist die European TF2 Liga, also die Euroliga sozusagen. Und da spiele ich in einem Team namens Full Aim Community in Division 6. Manchen sagt das was mit der Division, manchen nicht. Wenn es euch nichts sagt, dann ignoriert es einfach. Ich spiele jedenfalls in Division 6H bei Full Aim Community 2. Und ich habe noch kein offizielles Spiel gehabt. Ich bin Backup, also Auswechselspieler. Aber irgendwann werde ich da auch noch dran kommen. Ich war mittlerweile bis jetzt ein paar Mal beim Training dabei, aber ich bin sowieso noch nicht lang dabei. Deshalb kann ich da jetzt noch nicht so von viel erzählen.
Willst du überhaupt noch Minecraft, also kein Video machen oder so? Zum Beispiel, wenn dich TF2 gerade aufregt und du willst kurzzeitig auf ein anderes Spiel wechseln, welches würdest du dann nehmen? Nein, ich spiele momentan absolut kein Minecraft mehr. Manchmal sehe ich dann auf Twitter oder so, dass irgendein Entwickler von Minecraft eine Änderung gepostet hat, die mich wirklich interessiert, wo ich mir denke, hey, wie sieht das denn aus, wenn das ins Spiel eingebaut ist? Dann downloade ich mir mal den Snapshot, guck mir das an, aber länger als 10 Minuten dauert das nicht. Survival oder so spiele ich gar nicht mehr, mit Redstone mache ich auch momentan nichts. Wie gesagt, es kann alles wiederkommen, aber es sieht momentan nicht so danach aus. Wenn mich TF2 gerade aufregt, was selten vorkommt, dann spiele ich entweder gar nichts oder ich spiele, manchmal spiele ich auch Battlefield 3 oder spiele ich dann noch so kleine Spiele wie SCP, Containment Breach oder Amnesia oder sonst irgendwas. Aber Multiplayer-Spiele spiele ich momentan eigentlich nur Team Fortress. Wie bist du auf den Namen Point Blank gekommen und was ist deine schlechteste Klasse? Das sind sogar zwei Fragen. Auf den Namen Point Blank bin ich gekommen, indem wir einen Teamnamen gesucht haben für das Highlander-Turnier und ich habe einfach irgendwas Cooles gesucht. Und Point Blank kann man halt so schön abkürzen, dachte ich mir. Und Point Blank hat sogar in Team Fortress eine Art Bedeutung, denn Point Blank ist im Prinzip eine Bezeichnung dafür, wenn man jemand mit der Shotgun direkt im Gesicht steht und dann abdrückt, dann ist das Point Blank eben wegen dieser winzigen Entfernung, weil man im Prinzip genau an ihm dran steht. Das ist so wie kurze Distanz, mittlere Distanz eben und dann ganz nah dran ist Point Blank, halt auf Englisch. Mehr nicht. Meine schlechteste Klasse ist übrigens Sniper, das hat man in meinem letzten Video gesehen. Ich habe einen extrem schlechten Aim. Das, was man im letzten Video gesehen hat, war das letzte oder vorletzte oder so, eben in dem Sniper-Video, das ich letztens gemacht habe, das ist ein Clip, den habe ich mir extra rausgesucht, weil ich da etwas besser abgeschnitten habe als sonst. Aber also normalerweise treffe ich nicht mal so gut wie in dem Video und da war das ja schon erbärmlich. Was sind deine Lieblings-Loadouts für die verschiedenen Klassen? Ich benutze nicht viele andere Waffen. Also, ihr könnt in der Regel damit rechnen, dass ich das Standardzeug benutze. Und, das war es eigentlich. Zum Beispiel als Pyro benutze ich den Degreaser. Und, viel mehr eigentlich auch nicht. Ich benutze fast nur die Standardwaffen. Naja, und das war es dann jetzt schon mal für heute. Ihr könnt mir gerne weitere Fragen stellen, entweder als Kommentar unter diesem Video oder auf Formspring oder auf Twitter. Auf Formspring und Twitter werde ich die sogar direkt beantworten. Und ich werde mir dann die besten raussuchen und dann in meinem nächsten Video am Montag vorlesen und beantworten. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.